1894, eines der Jahre, in denen das Revier zu dem wird, was sich die Gründerväter erträumten. Pulsierender Aufschwung, getragen von Kohle und Stahl. Die Zeit, in der ein tüchtiger Grubenschlosser mit einer neuen Uniform zum Sinnbild des Fortschritts werden kann. Zum Straßenbahnfahrer. Die preußische Respektsperson verkörpert die neue Mobilität, die im Ruhrgebiet mit einem berühmten Namen verbunden ist. Siemens und Halske. Die Berliner Firma lässt nicht nur die erste Straßenbahn für das Ruhrgebiet von tatkräftigen Handwerkern bauen, sie betreibt sie auch in eigener Regie. Die erste elektrische fährt zwischen Kortländer in Bochum und der Finkestraße in Herne. Schon etwas mehr als ein Jahr später übernehmen die Städte selbst die Verantwortung. Die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG wird gegründet. Die Bogestra schlägt Wurzeln. Und ohne diese kluge Entscheidung unserer Vorväter, ohne Straßenbahnen also, hätten die Städte an der Ruhr sicher eine andere Zukunft gehabt. Wenn wir heute eines unserer liebevoll gepflegten Schätzchen noch einmal auf die Schiene setzen, dann ist das keine falsch zu verstehende Nostalgie. Die Kaiserzeit ist längst vorbei. Der Bart ist ab. Aber ein paar Tugenden, die uns vor weit mehr als 100 Jahren in die Wiege gelegt wurden, Pünktlichkeit und technische Präzision zum Beispiel, die gelten auch heute noch bei der Bogestra, der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG.